Heute kommt Road to the Final. Alles, was du dazu wissen musst, Upgrades und der schlauste Move, Coins zu machen. Und das ganze Team gehen wir heute durch. Schaut das Video auch bis zum Ende, Freunde, damit ihr nichts verpasst. Ich muss euch sagen, ich habe 4 Millionen Coins auf der Uhr. Für mich ist Road to the Final das Event, wo ich meine Coins vielleicht verdoppeln möchte. Vielleicht möglichst sogar verdreifachen, I don't know. Das Wichtigste bei Road to the Final ist, dass du dir die Matches genau anguckst und auch weißt, wer hat gegen wen gewonnen. Ich werde noch einen Tracker dazu machen. Werde den laufenden Tag mitbekommen. First of all, der Spielplan von heute sah so aus. Salzburg hat gegen Roma gewonnen. Leverkusen hat gegen Monaco verloren. Last Minute sogar. Ist aber wichtig, weil Monaco Home spielt. Das heißt, Monaco merken wir schon mal. Sevilla kriegt auch eine Live-Karte. 3-0 gewonnen. Merken wir jetzt auch schon mal. Und Juventus hätten wir die Chance, dass der Underdog eventuell Home gewinnt gegen Juventus. Das heißt, wir haben 3 Opportunities. So, Barca hat unentschieden gespielt. Das heißt, Barca spielt in Old Trafford. Ich glaube, Barca wird verlieren, weil das Spiel generell Man United war besser. Das heißt, falls ihr auf Man United pokert, müsstet ihr Martial mitnehmen in dem Fall. Also, wir wissen, Sevilla hat 3-0 gegen Eindhoven gewonnen. Das heißt, die sind fast schon durch. Das heißt, 86er Fodder liegt bei, ich glaube, 18, 17k oder so. Die Karte würde von 86 auf 87 gehen. Das heißt, die Karte steigt allein vom Vorderpreis und von den Stats und so natürlich auch. Das heißt, von 87er sind bei 26k. Das sind teilweise so 8k. Wir würden 8k pro Karte mit der schon mal Gewinn machen. Dazu geht die Karte noch out of packs. Wir haben Monaco auch als Choice. Das heißt, wir könnten auch mit einem 87er. 87er bei 26k. Und 88 sind bei 34, 35k. Also es wären hier auch nochmal 8k. Könnten wir auch pokern, dass wir in diese Karte reingehen. Plus nächste Runde eventuell nochmal weiter, wenn sie einen schlechteren Gegner haben. Oder wir wissen es ja nicht, ne? Das ist ein ganzer Poker. Es wird lange dauern, bis du deine Invests hältst. Aber es wird sich lohnen. Falls ihr für Juventus seid, müsst ihr natürlich Juventus mitnehmen. Ich glaube, Nantes hat noch keine Karte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Nantes eine Karte noch bekommt. I don't know. Kann sein Mini-Release oder so. Ihr seht aber das Upgrade-System. Inform-Upgrade, Inform-Upgrade. Wenn du dich fürs Viertelfinale qualifizierst, danach fürs Halbfinale kriegst du plus 3 Trades. Das heißt, wenn ein Spieler 5 Trades hat, kriegt er plus 3 auf 8. Das heißt, er kriegt die 9 auch noch. 5-Star Weakfoot für Finale und 5-Star Skill-Moves für Finale Win. So, hier wird mein Move sein. Ich werde mir Alaba an einem Samstagabend holen. Wir werden das Ganze eh on-stream machen. Alaba für mein Team. Ich brauche einen Innenverteidiger. Ich brauche Real Madrid, weil ich habe Modric. Ich habe einen Courtois im Tor. Deswegen, ich brauche Alaba 100%. Ich werde die Karte recht lange behalten. Wenn Real rausfliegt gegen Liverpool, habe ich halt die Arschkarte so. So, jetzt zur Champions League. Wir haben Bayern gegen PSG. Bayern und PSG kriegen eine Karte. Dortmund kriegt Malen. Chelsea hat Fofana. Milano weiß ich noch nicht. Tottenham hat Lucas Moura. Benfica, Brügge, gut, okay, werden wir sehen. Und hier ist das Ding. Goretzka hatte schon eine Live-Karte, PTG. Jetzt kriegt er noch eine. Und das Ding ist, wenn Bayern es wirklich schafft, weiterzukommen, jetzt gerade ist Bayern der Favorit. Alle denken, Bayern kommt weiter. Aber angenommen, PSG gewinnt. Der Underdog jetzt in dem Fall, weil die ja 1-0 hinten liegen. Wenn der Underdog gewinnt, diese Karte wird to the moon gehen. Die Karte wird sowieso super spielbar sein. 95 Tempo, 84 Defending und so. Super. So, zum Dortmund-Match. Ich sage euch ehrlich, ich glaube, Dortmund verliert gegen Chelsea. Die Chancen, was Chelsea hatte, Dortmund macht einen schnellen Counter, ist unlucky. Deswegen, ich denke, Chelsea kommt weiter. Fofana, für mich der Choice, einen mitzunehmen. Und Inter spielt gegen Porto. Und ich bin euch ganz ehrlich, für mich wird Inter die Choice sein, 100%. Also Inter wird weiterkommen, das heißt, diese Karte auch einmal mitnehmen. Wir kriegen wie jedes Jahr Atal. Atal hat, glaube ich, 4-Star, 5-Star. Könnte ein 5-Star, 5-Star auch bekommen. Ich weiß nicht, wie Netza aktuell ist. Das werden wir uns das Ganze noch befassen. Wir machen das Ganze on-stream. Zur Top-Partien Coins machen, ist auch immer easy, easy. Also, ihr seht ja hier Almiron. Wir haben den ganzen Lachs umgeformt von RM zu ZM. Das heißt, du kaufst ihn für 700, machst einen Posi-Change drauf, sind 200 Münzen, glaube ich, also Bronzespieler, 200 Coins. Das heißt, du gibst 900 Coins aus und du verkaufst ihn für 2, 3. Das ist ein Gewinn von 1400 Coins, mit Tags vielleicht 1300 irgendwas. Oh, wir haben einfach mal auf schnelle Welle unsere Coins gemacht. Wir haben verdoppelt, glaube ich, sogar. Ihr seht diese drei Karten. Stellt euch vor, EA würde Road to the Final Icons mal droppen. Wie sick wäre das? Alleine der Gedanke, Road to the Final Icons. Hier ist auch nochmal sehr interessant. Hier seht ihr die Upgrades auch, wie sie aussehen könnten. Ihr müsst das Ganze vorwärts denken. Seht ihr Inform Upgrade? Inform Upgrade. 3 neue Trades. 5-Star Weakfoot. Bro, Innenverteidiger, 5-Star Weakfoot, Hilfe. Das könnten Endlevel-Karten sein. Aber denkt dran, die Upgrades dauern lange. Dazu haben wir auch Road to the Final Rewind. Das sind alte Matches. Zum Beispiel gegen Real gegen Bayern. 2017, wo CR7 Hattrick geschossen hat gegen Bayern. Sagt niemals nie, dass eine CR7 SBC oder so kommen könnte. Das wäre überkrass. Denke aber, es wird nicht passieren, leider. Aber damit ihr so diesen Gedanken habt, wie es funktioniert. Wir werden in der späteren Zeit ein Mini-Release bekommen. Also gegen Halbfinale oder so. So war es letztes Jahr auch. Liverpool, City, Bayern. Das waren die Kandidaten, die einen Mini-Release-Karte bekommen haben. Ich hatte letztes Jahr diesen Walker.
dieser Walker. Walker ist bis ins Halbfinale gekommen. Guckt euch mal diese Karte an. Und wenn wir uns diesen ganzen Part hier angucken, etwa 400k, ist dann bis 700k hochgegangen und da habe ich den irgendwann gesellt. Das heißt 200k von März bis Mai. Das sind fast 2 Monate. 200k in 2 Monaten und du kannst ihn zocken, ist halt crazy. Hier ist die ganze Geschichte, aber nicht so wie bei Walker, weil die Karte nicht allzu krass Meta ist. Ihr seht 500k am Anfang, auf einmal droppt sie auf 400k. Denkst du dir, okay, sell ich den jetzt, wird er noch weiter droppen? Keine Panik. Er ist auf einmal wieder hochgegangen bis 640k. Peak war sogar 670, ja. Ihr müsst halt am besten gucken, dass ihr die beste Meta-Karte habt aus dem Team. Für mich die beste Meta-Karte wird wahrscheinlich Alaba sein. Goretzka könnte auch alles auf 90 bekommen in den nächsten Upgrades, I don't know. Nuno Mendes könnte auch Kandidat sein für Most Meta Player. Oder Martial, wenn sie ihm 4-Star, 5-Star, 5-Star, 4-Star geben oder so, könnte die Karte auch super sein. So sah das Team aus, das wir bekommen haben, Road to the Final. Natürlich mehr Champions League Karten als Europa League Karten, glaube ich. Für die, die sich erinnern können, Cuadrado war auch sehr, sehr gut. Llorente genauso. Kimpembe war unglaublich, Mané auch. Aber ihr seht ja, wer am weitesten gekommen ist. Liverpool, Real, wie krass diese Karten aussehen. Vor allem dieses Jahr hätte er 5-Star, 5-Star gehabt. Letztes Jahr war es halt nur 4-Star, 4-Star. Deswegen, ich glaube, manche Karten werden so wie PTG-Event sein. Ihr wisst ja, ich habe Papu Gomez Untrade. Er war bei 86 am Anfang. Oder 87 oder so. Er ist bis 91 5-Star, 5-Star hochgegangen. Nkunku ist ja auch auf 5-Star, 5-Star. Wie krass teuer diese Karten sind und werden. Bester Zeitpunkt zum Einkaufen wird wahrscheinlich Samstagabend sein. Deswegen, Jungs, Road to the Final ist wirklich ein Event, wo ihr Coins machen könnt, wo Spieler Upgrades bekommen, wo ihr Fußball gucken könnt. Super Event. Vergesst auf jeden Fall nicht ein Abo und ein Like hier. Kuss geht raus. Wir sehen uns auf Twitch oder beim neuen Video. Haut rein. Gang, gang, gang. Yeah, yeah. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Dice tene bando, dice tene rambo, dime a quien coñeso le importa. Va contando que me ha pegado, si le deje con la nariz rota. Yo no sé sicario, pero cuando llego todo lo que toco explota. Y vi que lo que yo...